Guten Morgen nochmals, beziehungsweise fast schon Mahlzeit, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am 2. Juli, 11.10 Uhr. Wir wollen uns den DAX anschauen, der hier so ein Stück weit nicht mehr recht wegkommt von seinem Fleck. Wir haben heute den vorgezogenen Non-Farm-Payrolls, den US-Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr. Da liegen die Nerven wohl ein Stück weit blank, neben der Tatsache, dass wir natürlich in Sachen Griechenland hier auch unverändert wilde Spekulationen haben. Das heißt, die Volatilität darf sicherlich heute im weiteren Tagesverlauf noch zunehmen. Wir schauen aber erstmal auf den DAX hier im Stundenchartintervall und wir sehen die Annahme, dass wir hier oberhalb der kurzfristig ausgebildeten Unterstützung im Bereich 10.940 Punkten hier tatsächlich einen Auftrieb erlebten, der jedoch letztlich noch nicht mal bis an dieser Widerstandszone im Bereich 11.350, 11.400 Punkte heranführte. Und überdies natürlich hier auch noch nicht mal die Trendlinien attackierte. Das heißt, wir haben hier weiterhin das Risiko neuerlicher Schwäche. Und genau das ist es, was ich im Prinzip hier auch präferieren würde. Denn kommt es hier zu einer signifikanten Tagesschwäche, dann könnte sich dieser kurzfristige Aufwärtstrend, den wir neben diesem Support um 10.940 Punkten ausgebildet haben, unterhalb dieser könnte es dann hier relativ zügig gen Süden gehen. Soll heißen, neues Tagestief birgt die Gefahr, diesen kurzfristigen Aufwärtstrend im Stundenchartintervall zu testen, beziehungsweise dann auch nochmals das Niveau von 10.940 Punkten anzusteuern. Das wäre für heute das präferierte Szenario. Insbesondere, wenn wir oberhalb, beziehungsweise unterhalb dieses kurzfristigen Widerstandsbereichs, was sich hier aus den Hochs der Vortagen ergibt, bleiben. Und da werden wir das gleich nochmal hier schön skizzieren mit entsprechenden Symbolen. Das heißt, unterhalb dieses kurzfristigen Levels auf Stundenbasis haben wir hier, Moment, jetzt müssen wir die Rechtecke löschen, das war ein Stück zu viel. So. Auf Stundenbasis haben wir hier die Risiken einer weiteren Abwärtsbewegung zu erwarten. So, Widerstandslevel notiert hier im Bereich 11.250, 11.255, unterhalb dessen sind schrägstrich bleiben die Bären meiner Meinung nach im Vorteil. Und dies trotz dessen, dass der DAX heute hier eine positive Wochentagsstatistik hat. 66% positiver Schlusspreise ist schon mal eine Hausnummer, ganz klar. Heißt nicht, dass es zu 100% passiert, sondern eben hier, wie Sie sehen, zu 66%. Das heißt, wir haben natürlich auch Risiken auf der Südseite, die ich für heute präferieren würde. Trotz des positiven Wochentages scheint der DAX hier noch nicht ganz fertig zu sein. Und wir befinden uns ja übergeordnet noch immer im Abwärtsimpuls. Ja, der Ausbruch unlängst scheiterte. Und die Unsicherheiten sind allgegenwärtig. Wir haben morgen auch Feiertage in den USA. Das heißt, es wird alles auf Europa blicken und es steht dann wieder das berühmte Wochenende vor der Tür. Und dies deutet meiner Meinung nach durchaus auf eine kurzfristige Schwächephase hin, die zunächst bis 10.940 Punkten gehen dürfte. Und wenn es darunter geht, dann haben wir hier sicherlich Spielraum bis in den Bereich 10.700, 10.600 Punkten. All das, Alternativszenario Plan B, wäre hinfällig, wenn wir hier über das Niveau von 11.255 Punkte rausziehen, dann kann es hier zur Attacke auf die Abwärtstrendlinien kommen. Dann wird der Bereich 11.400, 11.500 Punkten durchaus wieder interessant. Doch das, wie gesagt, eher Plan B. Warten wir ab, was der Markt macht. Grundsätzlich, die FTSE-Logik heute, wir haben sie ja heute Morgen schon dargestellt, weist im Tagesverlauf hier im Stundenchartintervall für den DAX auf eine eher schwächere Tendenz hin. Wir hätten hier sogar schon mal einen Aufwärtsimpuls sehen können. Auch dieser dürfte aber, und das sehen wir hier sehr schön, im Bereich des aktuellen Tageshochs dann scheitern. Hier genau auf dieser Ebene, auf der Ebene der Vortageshochs müsste diese Bewegung, wenn sie denn überhaupt kommt, scheitern und dürfte dann infolgedessen auch hier kräftigere Rücksetzer einleiten. Dann wäre sogar das Level von 10.940 Punkten wieder sehr, sehr interessant und das zeigt die saisonale Schrägstrich statistische Prognose voraus. Das, wie gesagt, wird ganz interessant sein und insofern warten wir mal ab, was der Markt denn da heute noch präsentieren wird. Gut, meine lieben Zuschauer, dann wäre es das im Prinzip schon mal gewesen für den jetzigen Blick auf den DAX. Wir werden uns auf jeden Fall vor den heutigen Non-Farm-Payrolls nochmal einschalten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen angenehmen Vormittagshandel. Sende beste Grüße in den Äther, Ihr Christian Kämmerer. Auf bald!